Ja, na, okay, ist ja wunderbar. Und ich ging rüber in das Auto und ich steige ein in das Auto, da begrüßt mich sehr charmant ein SS-Offizier. Da begann meine schwere Zeit. Eine schwere Zeit, nicht wahr, von 38. Und ich kam dann in den Knast, wurde erst nach Troppau gebracht, erst nach zur Gestapo zum Verhör und dann nach Troppau in Untersuchung. Und dann, aha, eine interessante Sache war da noch. Dieser SS-Offizier, der sagte mir, passen Sie auf, Sie sind Deutscher. Sie haben in Prag gelebt. Sie können für uns arbeiten. Und zwar, Sie wollten nach England, nicht wahr? Sie quer nach England kommen. Sie werden ja Englisch, werden Sie ja können, nicht wahr? Wir bringen Sie nach England. Und in England werden Sie für uns arbeiten. Für die Gestapo. Oh, dachte ich. Eine nette Sache, in die du dich da einlassen sollst. Denn ich wusste genau, was mir blühte. Ich würde mich zurückbringen nach Prag und alle Genossen, die noch da lebten und mich angesprochen hätten oder mit denen mich gegrüßt hätten, die hätten sie alle hochgenommen, nicht wahr? Und ich stände da als Spitzel. So, sagte er, also passen Sie auf, bringen Sie jetzt runter, wieder in Ihren Keller und morgen komme ich wieder und dann werden Sie mir sagen, ob Sie damit einverstanden sind. Wenn Sie nicht einverstanden sind, nicht wahr, dann können wir Ihnen auch nicht helfen. Ja, dann blieb ich die Nacht ohne Schlaf in meinem Verlies da, in dem Untersuchungsgefängnis in Troppau. Und am nächsten Morgen kam der SS-Offizier, ließ mich rufen. Na, haben Sie sich das überlegt?